Hallo, liebe Gärtner und heute vor allem liebe Schädlingsexperten. Das hier ist eine Aufnahme von meiner Baumchili, da gibt es auch schon so einige Videos drüber. Und da habe ich jetzt gerade, vor allem hier, wo die neuen Blütenansätze kommen, diese kleinen schwarzen Kerlchen entdeckt. Ansonsten sieht die Pflanze richtig gesund aus, gutes Grün, top im Wuchs und wie gesagt, jetzt bilden sich hier jede Menge Blütenansätze. Aber genau da sehen wir diese kleinen schwarzen Punkte. Hier nochmal eine genauere Aufnahme. Da hätte ich gerne mal irgendwie eine Info, was das ist und was man damit machen sollte. Das wäre jetzt so meine Einschätzung des Ganzen oder mein Verdacht, dass es sich eben hier um diese Palomena brasina, die grüne Stinkwanze, handelt. Dann vor allem aber eben das Larvenstadium. Hier Larvenstadium 2, 3. Das würde ich schätzen, sieht dem Ganzen in etwa ähnlich. So, ich denke, mit dem Bild kommen wir schon ganz gut hin. Meiner Meinung nach kann es das sein. Ich fände es trotzdem irgendwie mal spannend, falls da jemand mal Erfahrungen mitgemacht hat, ob er das die mal teilen könnte. Oder ob ich damit auf der richtigen Spur bin oder total auf dem Holzweg. Ja, wenn es denn diese, ich gehe nochmal hier auf diese, wo haben wir sie denn da? Letztendlich diese grüne Stinkwanze, das dann nachher wohl das Endstadium. Ja, ich habe mich dann so ein bisschen schlau gelesen, die gehen natürlich an die Pflanzensäfte und saugen an Früchten und an Samen und das schadet der Pflanze dann eben schon. Ich habe jetzt einfach mal, weil es wirklich dieser relativ kleine Befall war, die erstmal abgesammelt, in der Hoffnung, dass es damit vielleicht dann gegessen ist. Ich werde das Ganze mal weiter im Auge behalten und wie gesagt, ich wäre dankbar, wenn jemand vielleicht auch an seinen Chili-Pflanzen die Erfahrung schon mal gemacht hat, wenn er mir das mitteilen könnte, was er getan hat, wie schädigend das Ganze überhaupt wäre oder ob man die da auch einfach mal dran lassen kann. Wie gesagt, würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit der Einschätzung richtig lag und wünsche euch bei euren Chilis ganz viel Erfolg.